Aloha Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fable The Lost Chapters. Im letzten Part sind wir hier an der nördlichen Einöde angekommen und ja, haben erste Bekanntschaft mit einem Eis, was weiß ich was, gemacht. Und jetzt gehen wir hier mal weiter. Nördliches Vorgebirge. Cool. Schauen wir doch mal. Was ist hier? Kreaturen des Nordens. Und ein Fleisch und ein Trank. Da ist eine Kiste. Ich liebe Kisten. Ich mag Kisten. So, und da hinten ist... Was ist das denn? Guck mal, ein Schneeballvarin. Dass ich sowas noch erleben darf. Stirb. Stirb. Oh Gott. Oh Gott, er kommt. Ah, komm schon. Komm schon! Hahaha! Wir haben ihn getötet. Oh Gott, da kommt schon der nächste. Geh weg! Geh! Weg! Oh Gott, sie kommen. Oh mein Gott, wie viel sind da? Wie viel sind da? Okay, kommt, kommt, ich bettle euch weg. Kommt her, kommt her, kommt her. Bam! Uhaha! Sterbt! Ring! Den spießen wir auf. Balvarin am Spieß. Das wird in das neue Nationalgericht von Albion. Gut. Hört sich doch lecker an. Das würde ich essen. Nicht. Oh Gott, da kommt was. Ha. Nein, es ist weg. Okay, oh Gott, da kommen noch welche. Wie viel sind... Wo kommen die alle her? Ich. Okay, gut. Fress meinen Flächenschaden. Einer ist leider weggesprungen. Aber er hat noch etwas Schaden gekriegt. Und jetzt wird er eben so weggenockt. Na komm. Gut, eben ist er tot. Weiter geht's. Oben ist der nächste Gegner, und zwar eine Elfenfee. Eine Feenelfe. So, komm mal her, du Feenelfending. Zack! Zack! Ja. Genau. Okay, komm, komm, komm her! Komm her! Bam! So, jetzt wird sie mal ordentlich hier weggestoßen. Ohne Gnade. Komm her. Komm her. Nein. Komm schon. Oh nein. Okay. Probieren wir es nochmal. Ich würde dich gern einmal besiegen, mindestens. Ich habe noch nie eine Fee getötet hier. In Fable. The Lost Chapters. So, und irgendwie sind die Viecher hier stärker als die Fee. Kann das sein? Zack, zack, zack. In den Rücken und BAM! Und er lebt noch. Na komm, geht down. Bam! Oh mein Gott, es hat gemacht. Und 10. Ah ne, okay. Schon gedacht um 10, 6 Gegner. Aber das war nur, weil der eine uns gesehen hat. So, und da hinten müssen Balvarine sein, so wie sich das anhört. Und hier ist eine Kiste, die wir gleich mal öffnen, bevor wir irgendetwas anderes machen. Und was haben wir hier drin? Gesundheitsverstärkung. Cool. Und hier sind tatsächlich Balvarine. Oh mein Gott. Und ich glaube, sie haben uns gesehen. Ja. Gut, komm, einen können wir weg, bitte. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sie kommen alle. Okay, komm, ich mache euch alle tot. Ich besiege euch. Duf, duf, duf. Einer ist schon mal down. Richtig down. Richtig down. Bam! Da rattert der Schaden. Nur so durch die Eingeweide der Gegner. So, das wär's mit den Balvarinen. So viel dazu. Gut, hier ist der Eingang zu diesem Ding, wo wir hin müssen. Und... Ja.
Ich sehe irgendwas. Nur Schnitter darf durch diese Tore gehen. Was? Wer redet da? Wer hat da gerade etwas gesagt? Egal, was soll's. Es soll uns nicht weiter interessieren. Wir machen uns auf den Weg zu unserem Ziel. Und das ist hier. Archons Schrein. Okay. Schauen wir mal. Spiel wird gespeichert. Wupp, Archons Schrein. Okay. Ich sehe keine Gegner auf der Map. Ich bin mal gespannt, ob das auch so bleibt, dass hier keine Gegner sind. Wo geht's denn hier hin? Oh, da blubbert was. Das fischen wir mal wieder aus dem Wasser. Vielleicht ist es ja irgendwas Tolles, was unser Leben erweitert. Oh mein Gott. Okay, ich muss aufpassen. Okay, der wird etwas schwieriger. Weil der relativ weit zieht. Aber dafür macht er... Oha, das war knapp. Noch einmal dann... Oha. Noch einmal dann wäre es gerissen gewesen. Na, oh. Na komm schon. Ja, wir haben es. Wir haben es. Oha, da freut er sich, der Bärtige. Lebenselixier. Haha, das ist sogar etwas, das unser Leben erweitert. Cool. So, machen wir erstmal das hier. Und dann... Tränke. Lebenselixier. Cool. Da freut sich doch jeder. So, wir müssen hier hoch. Da wäre ich jetzt beinahe vorbeigelaufen. Und eine Zwischensequenz mit Dornenrose. Hallöchen. Da seid ihr ja. Wie war die Reise? Beschwerlich. Ich stehe eher auf Teleporter. Gut, dass euer Siegel die hiesigen aktiviert hat. Ich konnte mich gründlich umsehen und dieser Steinhaufen sieht recht interessant aus. Seht ihr die Inschriften? Ich werde zur Gilde zurückkehren und an der Übersetzung arbeiten. Okay. Begebt euch doch nach Snowspire und redet mit Schnitter. Er erwartet euch. Bis später. Gut, dann besuchen wir mal den coolen Schnitter. Wo ist Schnitter nur hin? Halt. Ich habe das Gefühl, dass hier etwas war. Hier irgendwo. Ah, da ist eine Kiste. Ich hab's gewusst. Ich wusste es. Dämonenkriegerhelm, aber den ziehen wir nicht an, weil wir ja heilig sind. Wie man unschwer an unserem heiligen Schein erkennen kann. Gut, dann gehen wir mal unseren Freund Schnitter besuchen, den wir noch nie vorher gesehen haben. Aber vorher angeln wir. Blub. Wir sind ein Held, der die Welt retten muss. Aber bevor wir das machen, angeln wir erstmal eine schöne Runde. Oh Mann. Gut, ich muss mich da etwas konzentrieren beim Angeln. Weil wenn ich so viel rede, höre ich das Geräusch nicht. Von der Angel, wenn der Fisch zieht. Ja, okay. Hat sich erledigt. Aha, ich habe etwas geangelt. Willenskraft Meisterelixier. Ich glaube, das erweitert dann unser Mana. Mana. Ring. Cool. Das ist doch wunderbar. Gut, dann schauen wir mal hier rein. Was ist das? Snowspire. Sind wir schon da? Dort, wo wir schon erwartet werden von unserem Heldenkollegen Schnitter. Hä? Hä? Oh mein Gott, die reden über mich. Was zur Hölle? Ah, da ist er. Hallo Schnitter. Sieht ja irgendwie gefährlich aus. Willkommen in Snowspire, oh Held. Begleitet mich. Wie war eure Reise? Ja, ganz nett, ne? Wie das eben so ist. Beirufer haben die Hookküste erreicht. Die Zeit wird knapp und ich muss euch so viel erzählen. Ich kam vor vielen Jahren hierher,
als die Gilde dachte, Messer Jack würde das Snowspire-Orakel zur Suche nach dem Schwert benutzen. Jetzt sind wir es, die sein Wissen brauchen. Um zu kommunizieren, brauchen wir die Glyphen der Befragung. Sie wurden zur Zeit von Arkon von 4 Mönchen tief in der verfluchten Nekropolis versteckt. Na toll, Nekropolis. Ich sage den Wächtern der Nekropolis, dass sie euch einlassen sollen. Nein, ich will da nicht hin. Hey. Die Bewohner von Snowspire verlassen die Stadtmauern nicht, wenn Herbeirufer frei herumwandern. Sie fürchten, dass sich das Bronzetor nahe Arkons Schrei öffnet und die Apokalypse bringt. Die Apokalypse. Och Mann, komm schon, gibt's nicht irgendeinen anderen Weg? Ich will da nicht reingehen. Ich will nicht. Ja, warum rennen die so? Oh Gott, warum rennen die alle so? Hab ich was verpasst? Hey, gibt's hier irgendwo einen? Hey, da ist ein Händler. Ehrenamtliche Helferin, was ist das denn? Es ist mir eine Freude, kaufen! Euch zu Diensten schauen wir mal, was können. Die hier haben. Tränke. Ach komm, den kaufen wir mal. Ja, Jack besiegt. Gut. Was ist hier? Nichts. Auch nicht schlecht. Hier auch nix. Das war prima. Das war prima. Was für ein Mann. Guten Tag. Ja, wie ihr seht, werden wir hier von sämtlichen Bewohnern bewundert. Für unsere Heldentaten, die wir bis jetzt schon geleistet haben. Es ist mir eine Freude. Ach nein, ich will nichts verkaufen. Ich will etwas kaufen. Und zwar Tränke. Ich mag Tränke. Flup. Theresa verdankt euch ihr Gut, Leben. Das reicht jetzt aber erstmal. Denke ich. Hey! Hey! Hey, wie geht's dir? Hurra! So, hier gibt es Waffen, wie es aussieht. Dem Riesenschwert an der Tür glaube, zu urteilen, würde ich sagen, hier gibt es Waffen. Meister Großschwert. Meister Großaxt. Oh, sieht doch nett aus, oder? Oh, nett. Distanzwaffen, Meisterarmbrust. Holy shit. Okay, was hat er noch außer Waffen? Hat er überhaupt noch? Ja, gut. Ich würde gern was Rüstungsartiges finden. Aber ich glaube, da werde ich hier nicht so viel Glück haben. Da ist ein. Ah, hier ist ein Schneider. Schneider, hallo? Hallo? Da. Heatherway Schneider. Schauen wir doch mal, was die hier hat. Was ist das denn? Rotschopfperücke. Oh mein Gott. Okay. Okay. Ja. So viel dazu. Hey, cool. Glänzendes Plattenbruststück. Schweineteuer, aber geil. Glänzendes Plattenbruststück. Was haben wir denn eigentlich an? Das haben wir doch an, oder? Ah ne, wir haben Ketten. Die nördliche Hey, dann kaufen wir uns doch einfach mal. Ob ich da wohl Na komm, Familie habe, handel mit mir. Dann kaufen wir uns doch einfach mal eine komplett neue Rüstung. Den Helm können wir behalten. Kaufen wir uns einmal das hier. Und das hier. Und die Hose noch dazu. Leggings, ja. Jetzt sage ich wieder einmal Hose, dann heißt es wieder Leggings. Plattenstiefel, haben wir die nicht? Ich glaube, die haben wir. Gut. Nein, wir haben die normalen Plattenstiefel, aber die reichen uns auch. Fürs Erste. Gut, dann rüsten wir uns hier mal mit unseren schönen Sachen aus. Unseren Plattensachen. So. Und Füße haben wir Kettenpanzer. Plattenpanzer 50. Ein hey! Ja gut, gehen wir einfach mal so. Die normalen Plattenschuhe reichen auch. Und ich beende jetzt erstmal den Part, bevor ich weitermache. Wir sehen uns hoffentlich dann beim nächsten wieder. Bis dahin, ciao.